Ich habe mich entschieden, ich trage mal ein bisschen was vor über das Thema von einem Brushed-Motorcontroller-Design, was ich im Verlauf der letzten so grob eineinhalb, fast 2 Jahre gemacht habe. Genau. Und die erste Frage ist, warum macht man das? Nun, ich habe als eines meiner Hobbys Modellbau, beziehungsweise auch mein Vater inzwischen wieder, der jetzt Rentner geworden ist seit ein paar Jahren, hat da was, womit er sich beschäftigt, wunderbar. Und warum Brushed-Motoren ist dann die erste Frage bei Modellbau, warum nicht Brushless? Nun, Brushed-Motoren haben einen ganz riesigen Vorteil. Sie sind dumm, sie brauchen keine Sensorik, um zu gucken, wo die Stellungen sind. Sie brauchen keine Back-EMV-Erkennung oder irgendwas anderes Kompliziertes. Im Zweifelsfall funktionieren die auch, wenn sie mit Wasser volllaufen, noch eine Zeit lang. Die rosten und gehen dann schon kaputt, aber sie sind nicht sofort Schrott. Und das ist gerade, wenn man jetzt sowas hat wie Boote oder Modellfahrzeuge, die eher Offroad so irgendwo sind, relativ von Vorteil. Dann kommt man direkt in das zweite Problem rein. Es gibt genau zwei Kategorien von kaufbaren Motorreglern aktuell. Das eine ist die Race to the Bottom Chinesium Edition. Die sind irgendwo 15 Euro oder noch günstiger. Da stehen irgendwelche Angaben drauf, wir können ein paar hundert Ampere. In der Praxis, wenn sie 30 können, ist man glücklich, ohne zu brennen. Sie haben keinerlei Strombegrenzung, Sicherheitsschaltung, irgendwas drin. Also wenn irgendwas schief geht, brennt es. Und auch wenn nichts schief geht, sind sie meistens nach ein paar Wochen kaputt. Also selbst wenn man sie komplett legitim benutzt, ohne irgendwelche Probleme, sterben die einfach gerne mal, weil halt alles extrem billig dran ist. Und noch ein Problem ist, die funktionieren maximal mit 3S, also 3 Lithiumzellen, also ungefähr 12 Volt. Jetzt ist das Problem dabei, 12 Volt ist gar nicht so viel. Alternativoption, man bezahlt 180 Euro, kauft einen VEC, der ist zwar für Brushless gedacht, der kann aber auch einen Brush-Betriebsmodus, gibt auch noch ein, zwei andere, aber die sind alle dann jenseits von 100 Euro. Das sind dann wirklich sauber designte Controller, so in der Kategorie, der deutsche Markenhersteller hat einen Motorcontroller gemacht und das ist auch der letzte, den du kaufen musst, aber er ist auch der einzige, den du zahlen willst danach noch. Also die Dinger sind halt sauteuer, die sind auch gut, aber sie sind halt auch sauteuer. Und meistens halt schon wieder zu gut. Und der Gedankengang war jetzt einfach, okay, ich designe jetzt einen Motorcontroller selber, der so von den Werten her ist, dass er im Prinzip für alles tut, dass man sich keinen Gedanken machen muss, ob man irgendwas kaputt macht oder so, und hat dann hoffentlich Ruhe. Und da kommen wir dann zum kurzen Theoriesegment. Brushed Motoren gibt es in kleinen, leicht unterschiedlichen Größen. Das sind jetzt so die Werte von diesem Speed 280, das ist der kleine unten in der Mitte. Der ist halt so bei 1,6 Ampere ist er auf dem maximalen Effizienzbereich am Laufen. Das heißt, wenn man jetzt sowas wie, keine Ahnung, ein Flugzeug bauen würde, würde man versuchen, einen Propeller zu wählen, dass er bei diesen 1,6 Ampere bleibt. Ungefähr. Weil er da den besten Wirkungsgrad hat. Wenn der blockiert, ist er bei 15 Ampere. Klingt jetzt noch nicht so schlimm. So, jetzt haben wir diesen lustigen Speed Ultra 1600, der zweite von oben rechts. Der ist halt bei 32 Ampere Idealwert, das klingt auch noch relativ freundlich. Wenn der blockiert, ist man eigentlich bei 150 Ampere und das ist der Moment, wo der China-Regler einfach ein lustiges Feuerwerk liefert. Wie blockiert sowas? Naja, gerade beim Bootmodellbau hat man dieses Problem mit, im Sommer gibt es schön viele Algen im Wasser und die wickeln sich dann um die Schiffsschraube rum und plötzlich bleibt das Boot stehen und man sieht eine Rauchfahne. Ist uncool. Bonuspunkte, wenn die Motorregler doof sterben und man Lithium-Akkus hat, dann ist da noch ein bisschen mehr hinter als die 150 Ampere. Weil wenn so ein MOSFET erstmal durchschlägt, dann hat man halt einen niederohmigen Kurzschluss und dann gibt irgendwas und hoffentlich nicht der Akku. Ja, sehr, sehr unlustig. Anderes kleines Problem, was man noch so hat, wenn man spontan aufhört, Gas zu geben und der Motor noch mit diesen Spulen Energie drin hat, die entladen sich zurück. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass an der Gegenrichtung, wenn man eine hochohmige Stromquelle hätte, also sowas wie ein Labornetzteil, betreibt die Motoren niemals an Labornetzteilen, die induzieren dann auch gerne mal ein paar 100 Volt zurück, während sie bremsen. Weil offene Spule, die Spannung geht hoch, bis irgendwo es sich entlädt. Ja, ist auch gar nicht so cool, die anzufassen dabei. Genau, und ganz rechts hat man noch einen Plettenbergmotor. Das ist dann so, also ich habe mal so geguckt, also der Ultra 1600 war mal so neu bei 500 und D-Mark. Der daneben, der war nicht gelistet, der ist zu teuer. Wenn du fragen musstest, dann bist du falsches Segment. Das Lustige an diesen Motoren ist, die haben halt teilweise 5 Kilowatt und die kriegt man mittlerweile, wenn irgendwer Hobbyauflösung macht, so, ja, wir haben hier noch eine Kiste Motoren für einen 50er.
Das heißt, die sind dann auch, wenn man jetzt nicht super detailliert irgendwas Spezifisches braucht, extrem günstig für die Leistung und die werden wahrscheinlich jeden von uns noch überleben, so von der Bauqualität. Die sind auch, man kann die Kohlebürsten einzeln wechseln und solche Witze. Also schon etwas höhere Klasse. Die sind auch ursprünglich für Modellbau, also gerade die Ultra 1600 sind Graupner-Motoren. Die Marke gibt es heute noch. Der Plettenberg ist auch, das ist so, das ist das Rechts-Unten-Sortiment gewesen aus Modellbau. So, die damaligen alten Herren haben sich mal was Gutes gegönnt fürs Hobby. Ja, genau. Ein damaliger Modellkatalog, was man jetzt noch, was ich schon sagte, die Motoren sind nicht so richtig eine ohmische Last. Also wenn sie blockieren, hat man eine ohmische Last. Wenn sie laufen, produzieren sie aber gleichzeitig auch Strom. Das heißt de facto deswegen auch dieser effiziente Wirkbereich. Der Motor generiert dadurch, dass er sich dreht, Strom, verbraucht aber auch Strom, um zu drehen. Das gleicht sich fast aus. Also wenn es keine Reibung in diesen Motoren gäbe und keine Verluste, würden die quasi mit unendlich schnell drehen können mit einer beliebigen, mit einer Spannung, die das Magnetfeld hält, und selber keine Energie verbrauchen. In der Praxis hat man natürlich Reibungsverluste und alles. Das heißt, man hat immer ungefähr eine gewisse Drehzahl, die proportional zur Spannung ist, relativ linear erstmal in den relevanten Bereichen. Genau, und deswegen kann man die auch relativ gut mit PWM ansteuern. Das Praktische daran ist, ein Motor ist eine Spule. Eine Spule ist der wichtigste Bestandteil eines Spannungswandlers. Das heißt, wenn ich in die Spule jetzt nicht maximale Spannung reingebe, sondern ein Rechtecksignal reinschiebe, was zum Beispiel 50% Duty Cycle hat, stabilisiert sich die Spannung auf ungefähr der Hälfte von der vollen, wenn ich genug Strom liefern kann. Das heißt, man kann die relativ einfach über ein PWM-Signal regeln, was die Kraft angeht. Ja. Damit kommen wir zum Designziel. Die Idee war, okay, ich möchte 60 Ampere Dauerlast können, weil damit kann ich selbst den bescheuerten Motor im etwas schlechteren Bereich betreiben und brauche mir einfach null Gedanken machen. Ich möchte 60 Volt Obergrenze haben, realistisch 50 Volt. Ab 50 Volt sagt man so, dass Hochspannung anfängt. Das heißt, mit 10 Volt Luft, falls mal irgendwie was zurückinduziert oder so, hat man da entsprechend entspanntes Leben. Da geht dann nicht mehr viel schief. In der Praxis, selbst der Plettenbergmotor war, glaube ich, bei 32 Volt oder so. Also da ist man so weit drüber, dass eigentlich nichts mehr schief geht. Die Sache war nur, wenn man jetzt schon anfängt zu designen, dann kann man auch gleich ein bisschen überdesignen. Hardware-technisch ESP32 hat sehr einfachen Grund. Der hat entsprechende Hardware-Einheiten, gehe ich später beim Thema Software nochmal drauf ein, wo man so einen Controller sehr trivial schreiben kann, ohne sich um wahnsinnig viele Details Gedanken machen zu müssen. Und Dualmotor kam einfach daraus, man hat Limitationen, was die Platinengröße angeht und wie viele Pins man hat. Und tatsächlich die MOSFETs und die Treiber dafür sind nicht der wirkliche Aufwand, da zwei draufzusetzen. Und es gibt wenige Modelle, die mehr wie zwei große Motoren brauchen. Aber da kann man halt auch sowas abdecken, wie man hat eine rechte und eine linke Schraube oder so im Boot. Oder irgendein Katamaran-Design. Ja. Wenn man es nicht braucht, braucht man halt auch nur einen benutzen. Dann die nächste Sache, die man relativ schnell feststellt, MOSFETs. MOSFETs gibt es zigtausende am Markt zu komplett unterschiedlichen Preissegmenten. Und das, wo es dann plötzlich teuer wird, ist, wenn sie entweder hohe Spannungen können und oder einen geringen Innenwiderstand haben. Blöderweise ist beim Motorregler die Sache, man will diesen geringen Innenwiderstand eigentlich mitnehmen, gerade wenn man höhere Ströme dauerhaft kann. Weil sowas wie in diesem Fall hatte ich jetzt welche mit 4 Milliohm genommen. Bei den 60 Ampere hat man da dann durchaus 4 bis 8 Watt Verlustleistung an Wärme, die man irgendwie loswerden muss. Wenn man jetzt einen günstigeren MOSFET nimmt, der 32 Milliohm Innenwiderstand hat, kriegt man das irgendwann nicht mehr gekühlt einfach. Das ist auch einer der Gründe, warum je günstiger der Motorregler ist, desto eher hat er oben Kühlkörper drauf. Während die richtig teuren Industriemotorregler, die haben keine Kühlkörper groß. Die haben nur irgendwie so ein Alustück festgeschraubt, dass einfach die Luft marginal da nicht nur drauf steht, sondern ein bisschen rumbewegt wird. Aber vergleichsweise klein. Sieht man auch wunderbar bei sowas wie bei Fahrradcontrollern. Im Normalfall sind das einfach nur MOSFETs, die an irgendein Alugehäuse geschraubt sind. Da ist nicht mehr Kühlung benötigt, weil sie einfach sinnvoll ausgelegt sind. Hat auch den netten Nebeneffekt natürlich, je weniger Wärme man hat, desto besser ist die Effizienz, was bei Modellen mit Akkubetrieb durchaus auch ganz praktisch ist. Ja, das nächste, was man feststellen wird, MOSFETs gibt es in zwei Varianten primär. Das eine ist so die Logik-MOSFET-Variante, die man so aus dem Arduino-Bereich kennt, die man wunderbar mit 3 bis 5 Volt schalten kann. Und das andere sind Power-MOSFETs, um die geht es jetzt hier.
Die brauchen, je nach Datenblatt, muss man gucken, irgendwas zwischen 8 bis 12 Volt, um in dem Bereich zu sein, wo sie wirklich diesen Innenwiderstand auch haben. Also die schalten auch schon ab 3 Volt durchaus, aber bei 3 Volt haben sie dann noch 60 Milliohm und bei 12 Volt haben sie 4 Milliohm. Das heißt, man will sie mit 12 Volt betreiben für das Geld. Und dann kommt man ganz schnell an die Stelle, das will man nicht von Hand bauen, weil das ist super nervig, wenn man dafür irgendwie Stromstufen und so weiter schreiben muss. Ja. Die Frage war gerade, ob man auch achten muss, dass man einen gewissen Strom braucht. Die Antwort ist ja. In kurz, im Langen, die Gatetreiber, die ich jetzt benutzt habe, die liefern 1 Ampere Schaltstrom für die MOSFETs. MOSFETs, relevante Sache, die man bedenken muss: Ein MOSFET verhält sich wie ein sehr kleiner Kondensator mit ein paar Pico-Farad. Und MOSFETs sind dann toll, wenn sie sperren und wenn sie voll durchgeschaltet sind. Dazwischen sind sie aber in einem durchaus hochohmigen Bereich, wo sie sehr schnell sehr warm werden, wenn sie da lange bleiben. Das heißt, man will die so schnell wie es geht, ohne dass sie Schaden nehmen und ohne dass man Probleme kriegt, durchschalten. Weswegen MOSFETs mit relativ hohen Strömen durchgeschaltet werden. Das klingt auch wesentlich schlimmer, wie es ist, weil praktisch sind das dann irgendwie sowas wie 30 Milliampere kontinuierliche Last, wenn du die mit 1 Ampere durchschaltest bei durchschnittlichen Frequenzen, die du machst. Also man will möglichst schnell durchschalten, weil je schneller man durchschaltet, desto weniger Verlust hat man. Genau. Das ist die eine Hälfte. Die zweite Hälfte ist das Problem, ich habe zwei MOSFETs, nämlich einen, also wenn ich jetzt einen Motorpol habe, ich werde nach Minus schalten können, nach Plus schalten können. Leider ist die Physik böse, weswegen PNP bzw. P-Channel-MOSFETs doof sind. Man will N-Channel-MOSFETs nehmen. N-Channel-MOSFETs haben so die Eigenschaft, das Gate braucht eine höhere Spannung wie die Basis. Wenn ich jetzt aber den auf der oberen Seite benutze zur Plusspannung, brauche ich jetzt eine Spannung, die über meiner Versorgungsspannung ist. Und das ist eine der Funktionen, die die Gate-Treiber machen. Die generieren eine Spannung, die quasi 8 bis 12 Volt höher ist wie meine Versorgungsspannung der gesamten Schaltung. Das heißt, der MOSFET hat quasi einen Pegel von dann irgendwo 70 Volt drauf, wenn ich 60 Volt reingeben würde. Der kleine Haken dabei ist, das machen die effektiv, indem sie ausnutzen, dass wenn ich einen Kondensator nehme, den lade und dann ans andere Ende der Schaltung setze mit einem Pol, ich eine Spannung habe, die entsprechend höher ist. Sprich, die haben einfach einen Kondensator drin, den sie durch die MOSFETs, die man ja eh schon in der Schaltung hat, hin und her schalten. Und damit quasi einfach eine Spannungspumpe bauen. Das heißt aber auch, man hat einen maximalen Duty Cycle, den man fahren darf, weil die bei 100% durchgeschaltet entladen, der Kondensator, weil er nicht mehr gegengeladen wird von der anderen Seite. Auch so eine kleine Falle, die eine der ersten Revisionen getötet hat, als ich das noch nicht verstanden hatte. Weil das funktioniert dann so 1, 2 Sekunden, dann ist der Kondensator endgültig leer, das Gate hat nicht mehr sauber die Spannung, der MOSFET kommt in den Bereich, wo er hochohmig wird, so ein bisschen, und dann fliegt er einen Meter. Also literally, den hat es abgesprengt, temperaturtechnisch. Ja, ansonsten, ich liebe es, Bauteile von LCSC zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht so ein bisschen aus Herausforderungsgründen. Sprich, ich nehme gerne interessante, leicht komische Bauteile vom chinesischen Suppliern. Die haben dann etwas interessante Datenblätter, meistens nicht auf Englisch. Dafür kostet halt ein Gate-Treiber, der 1 € kostet, mit effektiv demselben Datenblatt, aber in Chinesisch und zwar in einem Buchstaben vorne vor, statt dem originalen Hersteller dann 10 Cent. Und der funktioniert auch genauso gut tatsächlich. Macht es halt ein bisschen lustig. Ja. Was noch eine Sache ist, ich habe ein Limit von 10 mal 10 Zentimetern auf der Platine. Primär, weil sie ab da teurer wird bei den Platinenherstellern. Das heißt, wenn man das kann, will man da drunter bleiben. Das ist dann das grobe Design. Einmal die einzelnen Module. Ich habe ein ESP mit externer Beschaltung oben links. Ich habe darunter den Downstepper, der aus der Betriebsspannung in diesem Fall 8 Volt-ish macht mit 0,5 Ampere. In der Praxis sind es eher so um die 10, weil die Widerstände nicht ganz so sind. 8 wäre das, was mit den originalen MOSFETs ideal gewesen wäre. Ein bisschen höhere Spannung ist meistens unkritisch. Dann schalten sie etwas langsamer, aber zumindest sauber durch. Dafür hat man halt den Gate-Treiber, dass es nicht ganz so kritisch wird, alles. Also das ist quasi die Spannungsversorgung für die Gate-Treiber, die 8 Volt. Dann habe ich die beiden H-Brücken und was noch drauf ist, ist ein 3,3 Volt einfacher Linearwandler, der aus dem 8 Volt Bereich für den ESP die Spannung generiert.
und so ein One-Wire-Temperatursensor, dass man einfach einen gewissen Überblick hat, wie die Temperatur ist. Und wenn irgendwas also wenn irgendwas richtig schief geht, kriegt man das sehr schnell mit. Wenn irgendwas aber nur eine leichte Überlast ist, wird es halt thermisch immer wärmer, bis es irgendwas brät, dass man das abfängt. Indem man einfach guckt, dass die Temperatur nicht über, ich glaube, 60 Grad sind, das ist in diesem Fall geht. Und bei 60 Grad schaltet man halt erstmal einfach ab, weil dann ist irgendwas falsch. Könnte zum Beispiel passieren, wenn Sie Algen um so eine Schiffsschraube rumwickeln, aber sie nicht blockieren, aber halt der Motor aus dem effizienten Bereich rauskommt und dann halt 60, 70 Ampere zieht, statt die eigentlichen 35. Ja, und unten rechts Stromsensoren sind noch drin, dass ich messen kann, wie viel Strom ungefähr wirklich verbraucht wird. Die sind eher grob, so vielleicht auf einen Ampere genau, weil der ESP ziemlich schlechte Analogeingänge hat, aber sie reichen aus, dass man halt sagen kann, wenn zu große Ströme sind, schalt weg. Ja. Hattest du nicht vorhin gemeint, dass die Gates mit einem Ampere... Ja, die Gates werden mit einem Ampere geschaltet, aber die Gates brauchen nicht dauerhaft einen Ampere, sondern es ist wie ein Kondensator. Beim Laden braucht er einen Ampere. Aber wenn er geladen ist, nicht mehr. Das heißt, nur für die, wenn ich senkrechte Kurve habe für die PWMs, nur für dieses kurze Stück, wo ich die steigende Flanke habe, will ich quasi extrem viel Strom sehr schnell reinhauen und das dann auch nur für ein paar Nanosekunden. Das heißt, du nutzt den Kondensator an der Ausgang von dem Downstander, um die Dinger zu laden? Tatsächlich, jeder einzelne von diesen Brückentreibern, kann ich jetzt hier nicht reinzoomen, ups. Jeder einzelne von diesen Brückentreibern hat mehrere einzelne Kondensatoren direkt daneben, aus genau diesen Gründen. Dass darüber die Spannungen, so dass die Spitzendecke buffert werden. Letztendlich, die MOSFETs haben ein paar Picofarad und an den MOSFET-Treibern sind ein paar Nanofarad dran mit entsprechender Stromfestigkeit und Keramikkondensatoren. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel Ampere so ein Keramikkondensator temporär liefern kann. Das ist dann auch der zweite Grund, warum jeder MOSFET einen 10 Ohm Schutzwiderstand braucht. Weil ansonsten wird der MOSFET gegrillt, weil wenn der Kondensator sich voll entlädt, dann kommen wir da in zweistellige Ampere-Größen rein, dann geht der MOSFET wiederum kaputt. Ja. Genau. Zwischendrin war halt noch gelernt worden, in einer der Zwischenrevisionen, man will eine Strombegrenzung haben, weil es gibt immer mal wieder irgendwelche unvorhergesehenen Sachen, wie eine Scheiße, die sich verheddert oder ein Getriebe, was kaputt geht oder ähnliches. Man will abschalten können, wenn irgendwas schief ist. Die Software muss Randbedingungen abfangen können, an die man auch nicht unbedingt sofort denkt. Sowas wie ein Stecker rüttelt sich lose und das letzte Steuerungssignal war halt Vollgas. Das sollte man abfangen, also man sollte in den Code vielleicht einbauen, dass er mitkriegt, wenn es jetzt kein Signal mehr gibt. Genau. Die Rating von Bauteilen ist noch eine lustige Herausforderung, gerade bei Keramikkondensatoren, je kleiner sie werden, die haben diese schöne Eigenschaft, ein 100 Nanofarad Keramikkondensator, der bis 60 Volt geht, hat bei 60 Volt eventuell nur noch 10 Nanofarad. Das heißt, wenn der Hersteller jetzt sagt, man braucht irgendwie 50 Nanofarad und man hat eine Betriebsspannung von X, dann sollte man den so auslegen, dass er auch bei dieser Betriebsspannung die noch hat und nicht, wenn er entladen ist. Also die verlieren extrem schnell Kapazität, wenn sie höhere Spannungen kriegen. Kann auch für einige hässliche andere Effekte sorgen, aber bei dieser Platine nicht so schlimm, das ist ein anderes Projekt einmal. Ja. Ja, Lötprofile sind wichtig. Das ist einfach, das ganze Ding ist nicht von Hand gelötet, sondern mit einem Riefloofen, also in dem Fall einen umgebauten Pizzaofen. Da gibt es lustige Projekte für einen ESP und einen Thermistor, beziehungsweise einen Thermokappel. Man will validieren, dass man dieses Lötprofil sauber hält, weil der ESP, der verzeiht einem das noch, wenn unten drunter die Lötpaste nicht sauber angeschmolzen ist für das Groundpad. Ein MOSFET, wenn er nur außenrum gut aussieht und unten drunter die Lötpaste nicht richtig Kontakt hat, verzeiht einem das nicht mehr so richtig. Insbesondere mit dem Thema mit der Thermik, weil wenn er wärmer wird und unten keinen richtigen Kontakt hat, mag der MOSFET sauber durchgeschaltet sein, aber der Übergangswiderstand zur Platine kann hoch sein, dann wird es warm, dann wird der Rest der Lötpaste, der noch nicht sauber verdampft und verarbeitet ist, eventuell aktiviert, fängt an zu dampfen und dann springt es dem MOSFET weg. Einfach aufgrund von Dampfdruck, also gar nicht wegen irgendwas Komplizierteren. Darauf will man achten. Kann man tatsächlich auch, ist mir nachhinein auch relativ einfach testen bei den richtig schlecht gelöteten, wo das Profil nicht stimmte. Wenn man Schraubendreher gleichzeitig ansetzt und einmal so vorsichtig mit der flachen Hand drauf haut, sind die einfach abgegangen. Die, die richtig gelötet sind, da zerreißt die Platine, bevor die abgehen. Also ist so der Brachialtest, ob das Lötprofil halbwegs stimmt. So als Idee. Genau, kommen wir zu der Schaltung selber.
Wir haben ein paar verschiedene Baugruppen. In Rot die einzelnen Blöckchen sind jeweils eine Seite von den H-Brücken. Oben die vier, also die zwei H-Brücken für den Motor 1, unten die zwei für Motor 2 und dann jeweils immer nach Plus und nach Minus die Hälfte. In Rot. In lilarisch sind die Stromsensoren. Da sind halt relativ brachiale Widerstände drauf. Das ist effektiv, sieht es einfach aus wie ein gebogenes Stück Kupfer. Viel mehr ist es auch nicht. Nur mit definiertem Widerstand. Und daneben einen spezieller Op-Amp, der halt für Strommessen ist. Die haben dann in diesem Fall eine Verstärkung von 40. Das heißt, wenn irgendwie 10 mV über den Widerstand abfallen, macht er halt daraus 400 mV, dass man in Bereichen ist, wo man das sauber mit dem ESP messen kann. In Blau sind die ganzen Gate-Treiber, die vier Stück, also jeweils für die H-Brücken-Stückchen. Da kann ich nur empfehlen, wenn man H-Brücken baut, nehmt Gate-Treiber für H-Brücken, weil die haben diese schöne eine Eigenschaft, dass sie in der Mitte der Brücke einen Sensorkontakt quasi haben, bei den selbst günstigen Chinesen schon. Falls einer der MOSFETs kaputt geht und nicht richtig wegschaltet, weigern die sich, die andere Seite einzuschalten, weil die eine Erkennung haben. Das heißt, man schaltet nicht die Batterie direkt kurz aus Versehen. Ist ganz praktisch. In grün unten links ist der Buck-Konverter auf die 8 Volt bzw. R10. In dem Fall ein Texas Instruments-Teil, weil hat halt die schönen Eigenschaften, es ist robust, es funktioniert, es hat noch nie Stress gemacht in allen anderen Schaltungen, also wurde es wiederverwendet. Und oben in grün ist der 3,3 Volt Spannungswandler. Und was noch in gelb markiert ist, ist eigentlich total trivial, aber man sollte daran denken, wenn man Schaltung baut. In diesem Fall kriege ich ein Digitalsignal von der Fernbedienung rein. Das ist einfach nur ein Pin, der nach Masse geht oder nicht. Wo das Signal drauf läuft, ist es einfach eine Schutzdiode, die in die eine Richtung nach Masse geht, in die andere Richtung nach 3 Volt, dass wenn da irgendeine Scheiße ankommt, dass der ESP nicht abkriegt. Und irgendein Kram kann halt relativ schnell ankommen, wenn so ein Kabel parallel zum Beispiel zum Motorstromkabel liegt. Das kann dann schon mal 1-2 Volt induzieren, temporär. Gerade wenn der Motor bremst oder sowas. Das heißt, man will an allen externen Eingängen eigentlich eine Schutzdiode haben und auch einen Widerstand, das begrenzt ist, wie viel Strom durch die Schutzdiode geht. Weil das Schöne an CMOS-Technik ist, dass man ja eigentlich keine Ströme wirklich sonst braucht für die Signale. Und dementsprechend ist das sehr einfach abzusichern. Genau, rechts ist der Schaltplan intern. Ist in diesem Fall eine vierlagige Platine geworden, weil man sonst es nicht sauber hinkriegt, dass das Routing sinnvolle Wege hat für die stromführende Verbindung. Ja. Ja? Die H-Brücken, die bestehen jeweils aus zwei MOSFETs pro Seite, die einfach parallel geschaltet sind? Genau, ich habe jeweils zwei MOSFETs parallel geschaltet, einfach um einen geringeren Innenwiderstand zu haben. Einfaches Rechenbeispiel ist, wenn ich jetzt ein 8 Milliohm MOSFET habe und eine Spannung X, dann fällt da ein Strom Y ab. Wenn ich jetzt einen zweiten parallel habe, habe ich zwei Sachen. Zum einen, ich halbiere den Innenwiderstand, effektiv für diesen Schaltungsteil. Das heißt, pro MOSFET habe ich erstmal allein durch den geänderten Widerstand insgesamt weniger Strom. Also, lass mich es sauberer formatieren, erzählen. Wenn ich x Ampere habe, habe ich danach nur x halbe Ampere pro MOSFET. Gleichzeitig haben die MOSFETs weniger Abwärme, weil sie weniger Strom durch haben. Das heißt, ich komme sehr schnell in einen Bereich, wo ich mit einem MOSFET quasi irgendwo bei 15 Ampere Limit wäre und mit zwei MOSFETs kann ich 60 schalten, kontinuierlich. Einfach durch die geringere Wärmeproduktion und bessere Wärmeabfuhr, die ich habe, durch die größere Fläche und weil ich halt auch effektiv die doppelte Kühlleistung habe mit zwei MOSFETs. Hat sich in dem Fall einfach als pragmatisch erwiesen, zwei zu nehmen. Ein MOSFET kostet am Ende des Tages für die Sache, die man braucht, irgendwo 1 Euro bis 1,50 Euro. Das ist sinnvoll investiertes Geld. Selbst wenn man es akut nicht braucht, hat man einfach Ruhe danach. Und die nutzen den ESP auch als Fernbedienung? Also da Wi-Fi? Die Frage ist, ob ich den ESP als Fernbedienung benutze? Absolut nein. Der ESP ist wirklich nur als Rechenkern drin. Er ist so montiert, dass man es theoretisch könnte. Dass man theoretisch Telemetrie oder sowas rausgeben könnte. Ich würde ihn nicht als Fernbedienung benutzen, aus einem sehr einfachen Grund. Normale Modellbau-Fernbedienungen sind halt darauf ausgelegt, unter ziemlich widerlichen Bedingungen mit relativ guter Reichweite und sowas zu arbeiten.
Das kriegt man mit genug Aufwand oder wenn man entsprechende Anforderungen hat, wahrscheinlich auch mit WLAN oder so hin, aber in diesem Fall ist es halt einfach als Drop-in-Replacement für die chinesischen Motorregler, die nicht vernünftig sind, gedacht. Sprich, oben an den Pin-Headern nimmt das Ding einfach ganz normales Fernbedienungssignal an, so wie halt auch, dass der chinesische Controller würde und fertig. Frage ist, wird ein Atmel auch gehen? Würde gehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Software, weil da ist der Grund, warum ich es nicht mache mit dem Atmel. Der ESP hat nämlich eine ganz schöne, tolle Eigenschaft. Man kann die gesamte Motorsteuerung komplett interrupt freischreiben. Trotz PWM und allem. Warum? Zum einen haben die ESP32 das LED-C-Modul. Das ist eigentlich für LED-Dimmen gedacht. Das ist ein einstellbarer PWM-Hardware-Generator, wo man unter anderem so Sachen machen kann, wie ich hätte gerne diese Frequenz mit dieser Bittiefe. Und solange das teilbar ist durch den Systemtakt, der beim ESP halt bei 160 MHz liegt, und so einen Schaltregler betreibt man realistisch irgendwo zwischen 2 und vielleicht 25 kHz, ist das relativ safe. Das geht eigentlich immer. Und die Dinger können halt schon stufenlose Übergänge machen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, wir wechseln jetzt von 50% Duty Cycle auf 70, schalten die nicht hart um, sondern die haben einen ganz leichten Dimmbereich, wo sie rüberdimmen in Hardware. Das macht natürlich die gesamte Ansteuerung von den H-Brücken trivial, weil die H-Brücken wollen ein PWM-Signal haben, was ihnen sagt, wann sie die MOSFET schalten sollen. Dementsprechend die Hälfte des Problems hat man schon gelöst, wo man halt beim Arduino oder bei anderen Controllern sehr viel mehr Metallmann von Hand basteln müsste. Und dann hat das Ding ein original wohl mal für Infrarotfernbedienung gedachten Parser drin, oder für Infrarotkommunikation. Effektiv ist das einfach ein Hardware-Buffer, den man konfigurieren kann, dass er High- und Low-Signale und wie lange die sind in den Ringbuffer reinschreibt. Und den Ringbuffer kann man dann ganz normal im normalen Loop auslesen und einfach sagen, hey, wie lange waren denn die letzten High- und Low-Zeiten? Darüber kann ich das Signal von der Fernbedienung parsen. Das heißt, ich habe einfach einen ganz simplen Loop, der mehr oder weniger sagt, guck in den Ringbuffer, lies, was da drin ist. Wenn da zu lange nichts drin ist, mach mal Not aus. Berechne, wie der Dimmerwert ist daraus, anhand des Signals, und sagt dem Dimmer, er soll jetzt diesen Wert übernehmen und das war's. Mehr ist nicht drin. Noch ein bisschen Logik, dass wenn ich von vorwärts auf rückwärts wechsle oder ähnliches, dazwischen eine kleine künstliche Pause ist, dass ich sicher gehen kann, dass wirklich alles sauber auf Null geregelt ist, bevor ich ihm auf den Motor Gegengas gebe. Weil da will man eine kleine Pause haben, weil wenn man von voll vorwärts auf voll rückwärts wechselt, sind das ziemlich abartige Ströme und Spannungen, die induziert werden. Vor allem vollkommen ohne Grund, weil im Normalfall, wenn man sowas im Modell drin hat, hat man zerstört es einfach nur irgendwelche Antriebsachsen. Also das sind Drehmomente, die muss man nicht haben. Ja, benötigt die ESP-IDF in diesem Fall, weswegen das Ganze ein C-Projekt ist, und Rust hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gekannt. Von daher bleibt es jetzt auch ein C-Projekt, weil funktioniert halt schon. ESP-IDF ist von den ESP-Leuten selber ihre Abstrahierungsebene, ihre C-API, wo alles Mögliche drin ist, also inklusive so Sachen wie vorimplementierte Webserver, die mit weniger Ressourcen laufen, TLS und sonst was, brauche ich alles nicht wirklich. Was aber ganz nett drin ist, ist halt für dieses LED-C-Modul die Abstrahierung und für diese Infrarot-Parser die Abstrahierung, und damit habe ich die Sachen, die mich interessieren. Ja, was noch so ein bisschen in der Zukunft ansteht, ist eigentlich, so, jetzt kommen wir zu dem Moment, wo ich überlegt habe, ich will mal auch mal einen Brushless-Motorregler bauen, aus denselben Gründen. Es gibt günstige und es gibt teure, aber es gibt nichts dazwischen. Primärunterschied wäre, ich brauche halt für einen Motor 3 H-Brücken statt 2 und eine entsprechende Firmware. Umgedreht, wenn ich das Ding fertig designt hätte, könnte man es halt auch für einen Brushless-Motor benutzen, indem man einfach einen Pin nicht benutzt, also einen Motoranschluss. Und dann, jeder Brushless-Regler kann von der Hardware her theoretisch auch einen Brushmotor ansteuern, weil es ist halt einfach nur weniger strikt. Und wie wir schon etabliert hatten, ist das Teure nicht unbedingt die MOSFETs und auch nicht unbedingt die Bauteile an und für sich, sondern eigentlich das wirklich Teure an so einem Ding ist das Design. Und wenn man es sehr klein kriegen will, wird es natürlich auch nochmal teuer. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und hier ist das Boot, wo die Dinger verbaut sind, mit links dem Controller. Irgendwelche Fragen noch? Wie viele Arbeitsstunden hast du gebraucht? Wie viele Arbeitsstunden hast du gebraucht? In welchem Sinne meinst du die Frage? Ja, wie lange hast du gebraucht, das so bis jetzt da so dahin zu bekommen? Die Zeit für die
Also der Motorregler selber ist halt so ein, also tatsächlich, es braucht immer signifikante Zeit, weil ich halt nur mit günstigen chinesischen Sachen arbeite. Das heißt, man bestellt ein Bauteil, es braucht 2 Wochen, dann kann man gucken, ob es das tut, was es soll. Dementsprechend ist da immer ein ziemlich langer Delay zwischen, man hat die nächste Revision gebaut, dann ist der zweite Delay, ich wohne hier, meine Eltern nicht, vor allem mein Vater nicht, und bei meinem Vater liegt ein Großteil von diesen fetten Motoren rum. Das heißt, die zu testen braucht er auch noch mal durchaus einige Monate Overhead. Von daher ist es halt jetzt so bei knappen 2 Jahren inzwischen. Aber die wirkliche Zeit ist, wenn man das, also sagen wir so, wenn ich direkt in China in der Stadt, wo die Platinen und alles gefertigt wird, also in Shenzhen wohnen würde, dann wäre das wahrscheinlich eher ein Monat gewesen für das Projekt, wenn überhaupt. Weil stundentechnisch war es nicht viel Zeit. Es war halt vor allem viel Overhead-Zeit, wo man auf Sachen wartet. Jo. Fertig bestückt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wie viel es kostet, wenn man sie selber bestückt. Dann ist man ungefähr an der Stelle, also die Platinen selber sind relativ günstig. Da sind wir bei 5 Stück irgendwie für 10 Euro. Also 2 Euro Platine. Dann der Spannungswandler, der hat halt einen relativ teuren Chip von Texas Instruments noch drauf. Irgendwie nochmal so 2 Euro, 4 Euro. Die MOSFETs, sagen wir mal, um die 20 sind wir jetzt. Also irgendwas um die 30 Euro dürfte das tatsächlich sein im finalen Design. Das ist nicht super teuer. Und man hat halt zu dem Zeitpunkt schon die Bauteile, dass man halt eigentlich mehr wie einbauen kann, weil viele von diesen Bauteilen kann man nicht einzeln kaufen. Also der Klassiker sind diese kleinen Kondensatoren, die kriegt man meistens nur in 100er Bändern oder noch mehr. Das heißt, in dem Moment, wo man bei der ersten Platine ist, hat man auch schon genug Bauteile für die anderen 5. Ja. Gut. Weitere Fragen? Sonst beende ich die Aufzeichnung.